Ich stehe hier im Weinheimer Schloss, dem heutigen Rathaus von Weinheim. Vor uns liegt der Schlosspark, hinter uns liegt die Laurentiuskirche und das ehemalige Karmeliterkloster. Doch im Jahr 1793 stand an dieser Stelle eine mächtige Frau und sie blickte aus dem Fenster ihres Schlosses auf die umliegenden Gebäude. Doch was beobachtete sie? Die verletzten Soldaten, die sich überall hier befinden. Die vielen Bediensteten ihres Trosses, die sich gerade in den umliegenden Häusern des kleinen Dorfes einquartieren? Nein. Ihre Gedanken sind auf das Kloster gegenüber gerichtet. Denn dort hat sie ein düsteres Geheimnis. In dieser Geschichte geht es um Liebe, um versuchten Mord, um grausame Strafen und um diesen Brief. Ich darf kurz die Protagonisten unserer Geschichte vorstellen. Fürstin Elisabeth Auguste, Freiherr von Rodenhausen, der Chef ihrer Leibgarde und Freiherr von Eberstein. Es ist die Dreiecksgeschichte einer verbotenen Liebe zwischen einer verheirateten Fürstin und gleich zwei Liebhabern. Doch einer der dreien musste einen furchtbaren Preis dafür bezahlen. Ich erzähle euch aber zuerst mal, wie es dazu kam, dass Elisabeth Auguste nach Weinheim kam und was für ein Geheimnis sie genau hatte. Die Fürstin war verheiratet mit Karl Theodor, der war damals Kurfürst, also so eine Art König über die Pfalz und über Bayern, ein riesiges Reich. Er war ein guter Fürst, brachte die Wirtschaft auf Vordermann, schaffte die Folter ab und baute das gute Verhältnis zu den Preußen auf. Karl Theodor musste aber aufgrund der Residenzpflicht in München leben. Elisabeth Auguste, seine Frau, blieb jedoch hier und lebte in den Schlössern von Mannheim, von Oggersheim und von Schwetzingen. Karl Theodor und Elisabeth Auguste wurden, wie damals üblich, als Kinder verheiratet. Sie liebten sich aber nicht. Im Gegenteil, sie lebten jeder auf seine Art, mit eigenen Mätressen und auch mit eigenen Geliebten. Die Geschichte ist, wie gesagt, eine Dreiecksgeschichte. Elisabeth Auguste liebte die Kunst, die Musik, das Leben und die Liebe. Der Freiherr von Rodenhausen war nicht nur der ranghöchste Offizier ihrer Leibgarde, er war auch ihr heimlicher Geliebter. Er blieb über 30 Jahre treu an ihrer Seite. Und der zweite Mann in ihrem Leben war Freiherr von Eberstein. Er spielte in ihrem Leben nur eine kurze, aber sehr heftige Rolle. Für Eberstein jedoch war es eine unglückliche Liebe mit einem tragischen Schicksalsschlag. Doch dazu später mehr. Warum kam jetzt Elisabeth Auguste in das kleine Bauerndorf Weinheim? Nun, im 18. Jahrhundert standen sich am Rhein zwei Armeen gegenüber. Die französische, die linke Rheinhälfte besetzte, und die preußische auf der rechten Seite. Als der französische König Ludwig XVI. 1793 hingerichtet wurde, war die französische Armee
praktisch führungslos. Daraus ergaben sich Disziplinprobleme, welche zum schrecklichen Plünderwinter führten, in dem die Soldaten der Grande Armée in der Pfalz raubten und brandschatzten. In dieser Zeit floh Elisabeth Auguste nach Weinheim, welches damals Lazarettstadt der preußischen Armee war. Verwundete Soldaten wurden im Karmeliterkloster und im Schloss Weinheim gepflegt. Elisabeth Auguste hatte ein großes Herz für ihre Soldaten und machte sich auch bei der Weinheimer Bevölkerung beliebt, weil sie zum Beispiel überschüssige Medikamente aus dem Lazarett an die Bevölkerung verteilte. Für unsere Geschichte müssen wir jetzt 30 Jahre zurückblicken. Wir sind im Jahre 1761. Eberstein war Soldat in der Leibgarde von der Fürstin. Etwas Unerklärliches passierte, etwas Unerhörtes. Denn eines Tages schrieb er seiner Fürstin einen Brief und danach begann Elisabeth sich seltsam zu benehmen. Nur ein einziger Brief und sie verschmähte Eberstein, verbat sich jeden Kontakt zu ihm und niemand wusste warum. Irgendwann drang Eberstein, scheinbar völlig grundlos, mit einer Muskete bewaffnet in ihre Gemächer ein. Sein Ziel war es, sie zu zwingen, ihm den Brief zurückzugeben, doch dieser misslang. Denn Rotenhausen warf sich auf ihn und rettete so der Fürstin das Leben. War das damals ein enormer Skandal. Dazu kam, dass Elisabeth mit den Nerven komplett durch war. Denn kurz vorher, direkt nach der Geburt, verlor sie ihren einzigen Sohn, Franz Ludwig. Der wurde nur einen Tag alt. Das war alles zu viel für Elisabeth Auguste. Die Fürstin ließ Eberstein dann für über 30 Jahre ins Karmeliterkloster in Weinheim unter strengen Hausarrest stellen. Eine harte Strafe. Niemand verstand ihre hartherzige Reaktion so recht. Sommer 1794 starb Elisabeth. Kurz vorher lässt sie Eberstein aber den verlangten Brief zurückgeben, nach über 30 Jahren. Doch eine Frage bleibt: Warum hat Elisabeth diesen Brief so lange verschlossen? Und vor allem, was stand in dem Brief? Hören wir doch einmal, was Eberstein ihr damals geschrieben hat. Elisabeth, du heimliche Geliebte. Nun, wo unser Sohn geboren ward und sogleich verschied, so übergebt mir seinen kleinen Körper, damit ich ihn begraben kann. Wie ich mich fühle, fragt ihr? Stellt euch ein Feuer aus glühendem Eis vor, das zitternd brennt und das den Schmerz vor Freude aufflackern lässt. So steht es um mich, wenn ich zu euch spreche. O königliche Mutter meines heimlichen Sohnes, dein Bild umschwebt mich, dein Eberstein.
Weberstein stirbt ein halbes Jahr nach ihr. Sein Grab befindet sich noch immer auf dem Gelände des Karmeliterklosters. Wer genau hinhört, der kann ab und zu noch die leisen, verzweifelten Schreie des Eberstein aus den Klostergemäuern, kann sie noch hören. Meine ich zumindest.